Ich möchte in diesem Video jetzt ein bisschen mit Ebenen herumspielen, die in Koordinatenform angegeben sind, weil ich da auch Schieberegler verwende und die recht häufig verwenden möchte, zeige ich Ihnen, was ich auch noch machen kann. Ich kann ja jede Ansicht einmal außerhalb des Hauptfensters oder eben auch innerhalb anzeigen und dann mache ich das in diesem Fall mal so, dass ich das 3D-Fenster hier einfüge. Vorteil ist, es überlappt nichts. Nachteil ist, ich habe halt ein bisschen weniger Platz, aber das sollte eigentlich so auch gehen. In diesem Fall mache ich so, dass ich die Grafikansicht hier nach unten verschiebe, da ich sie eher ein bisschen breiter brauche, um die Gleichung darzustellen. Nun lege ich mir als erstes mal drei Schieberegler an. Für die drei Faktoren und mache das Ganze so, dass ich es auch noch vertikal anlege. So. Das gleiche nochmal. Das war nicht aufgepasst. So, und ich brauche ja noch einen Schieberegler. Deshalb noch einen Schieberegler Z. Oder man kann natürlich auch D nehmen. Na, lass mal einfach D. Vertikal. Okay. So, die verschiebe ich jetzt nochmal nach unten. Zur Erinnerung, wenn ich das Schiebereglerwerkzeug nicht angewählt habe, muss ich die rechte Maustaste verwenden, um das Ganze einzufügen. So, jetzt erstelle ich mir eine Ebene, indem ich die Gleichung angebe. Und zwar mache ich das einfach so, dass ich so eintippe. Also zum Beispiel a mal x, also a ist der Faktor vor x, plus b mal y plus c mal z ist gleich d. Und dann habe ich eben eine Ebene, die genau die Koordinaten hat, wie ich sie hier, die Faktoren hat, wie ich sie vorgegeben habe. Ich lasse das hier als Formel mal anzeigen. Das ist die Ebene E. Dann kann ich die mir so einfach auch anzeigen lassen. Mache es vielleicht ein bisschen größer, damit ich die Schieberegler dann unten drunter anzeigen kann. Okay. So, jetzt verschiebe ich die noch ein wenig, um das so ein bisschen in X, Y und in Z zuzuordnen. Wenn ich jetzt die Schieberegler verändere, also ihren Wert, sehe ich, wie sich das entsprechend anpasst. Ja, ich sehe gerade, da gefällt mir was nicht so sehr. Mir fehlt hier der Malpunkt. So, das ist jetzt natürlich eben vorgegeben. Das heißt, wenn ich hier einen Malpunkt in der Darstellung dazwischen haben will, muss ich das von Hand machen, was jetzt nicht so aufwendig ist. Ich gehe hier in die Einstellung und schreibe erstmal das erste hin, das Z ist gleich und füge jetzt die entsprechenden Objekte ein. Das heißt hier A und C dort, um einen Punkt zu bekommen. Das C dort, das kopiere ich mir, weil ich das ja noch zweimal brauche und füge die Faktoren B bzw. C noch vorne dran ein. So, und dann wird das Ganze noch ein bisschen besser sichtbar. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen dejustiert mit den Schiebereglern. Muss ich die nochmal ein bisschen zurechtschieben. So, und jetzt habe ich also die Möglichkeit, dann hier das Ganze zu verändern.
kann sehen, was es für eine Auswirkung hat. Wobei das, denke ich, noch nicht so richtig gut deutlich wird, was für eine Auswirkung hier das hat. Was ich jetzt machen möchte, ist Schnittpunkte der Ebenen mit den Achsen bestimmen. Und dazu benutze ich dann das Schneidewerkzeug hier, schneide zwei Objekte. Also zum Beispiel für X-Achse erst die Ebene und dann die X-Achse anklicken. Stimmt auch von den Koordinaten, ne? Wir schauen mal kurz, ist das der richtige Punkt A? Ja, ist es auf jeden Fall. So, das gleiche für die Y-Achse. Das heißt, ich wähle die gerade an und die Achse kommt auch hin. Und nochmal die Ebene. Ich hatte, glaube ich, eben gerade gesagt, aber ich meinte natürlich die Ebene und die entsprechende Achse. So, das sind dann die drei Punkte, bei denen die gerade die Achsen schneidet. So, zusätzlich zeichne ich jetzt noch die Spurgeraden ein. Das heißt also da, wo die XY, die XZ und die YZ-Ebene geschnitten werden, mit Hilfe dieser Punkte. Deren Aussehen verändere ich, mache sie wieder ein bisschen dicker, gebe ihnen eine andere Farbe. Dann gucken wir mal kurz. Hier liegt das hier drin. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, dass die Geraden hier weitergehen als die Ebene. Könnte man natürlich durch ein Clipping beheben, allerdings ist dann eben auch die Ebene beschnitten. Also es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, wie man dann auch mit umgehen kann. So, jetzt denke ich, kann man oder hat man ein bisschen einen besseren Überblick, wie sich das Ganze auswirkt. Zum Beispiel kann man hier sehr schön erkennen, wie sich das Z auswirkt. Das Z hat also was wie eine Entfernung, Entfernungsbedeutung vom Ursprung. Im Negativen liegt es hier hinten dran oder so vorne dran. Ich sehe, dass wenn ich hier den Faktor bei Z ändere, dass ich dann nur der Schnittpunkt mit der Z-Achse ändert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Koordinaten. Was ganz interessant ist, ich stelle mal einen der Faktoren auf 0 und man kann jetzt sehr gut erkennen, dass diese Ebene, wenn also hier zum Beispiel der Faktor bei 0, bei y gleich 0 ist, dass ich dann eine Ebene habe, die parallel zu der Y-Achse liegt. Was ganz interessant ist, obwohl ja hier, wir schauen mal kurz hier oben hin, der Punkt B, das ist also der Schnitt zwischen der Y-Achse und der Ebene, obwohl er eigentlich undefiniert ist, sind diese Geraden, die durch B laufen, ja, das ist die obere und das hier, die sind beide trotzdem definiert. Also hier würde darauf geachtet, dass also das Ganze, dass man sich das Ganze so vorstellt, als ob eben der Schnittpunkt im Unendlichen ist. Und dann kommt das eben gerade hin. Kann natürlich kritisch sein, da können Schüler natürlich eventuell nachfragen. Aber von der Definition, dass ich nämlich den Schnitt mit der entsprechenden YZ-Ebene habe, ist das natürlich korrekt. Was man hier auch noch machen kann, ist eventuell, dass man zum Beispiel mal einfach sagt, ich zeichne die Koordinatenebenen tatsächlich ein und das kann ich ja recht schnell machen, nämlich sage einfach x ist gleich 0, y ist gleich 0 und z ist gleich 0 und diese Ebenen sollte man natürlich auch einheitlich einfärben, damit sie also deutlich von der Gerade zu unterscheiden sind. Einfach hier das Grau nehmen, was vorgegeben ist. Wenn ich jetzt vielleicht das Koordinatensystem auch noch, was so nennen wir, in die Ecke schiebe, habe ich also hier noch eine bessere
Aufsicht, wir könnten noch, upsala, das war nicht geplant, wir können das Ganze natürlich noch nach unten schieben und dann habe ich also hier, denke ich, noch besser die Möglichkeit, die Lage dieser Ebene zu erkennen. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Parameter gleich 0 setze, dann stimmt das also auch wieder. Ich habe eben keinen Schnitt dieser Ebene mit der YZ-Ebene. Deshalb gibt es ja auch keine Schnittlinie. Bei den anderen stimmt das also, ne? Also da kann man das sehr schön zeigen. Ich könnte jetzt natürlich noch eine vereinfachte Form aufschreiben, dass ich also hier gerade dieses nehme, dieses 0,9 mal x, also quasi die zusammengefasste Variante. Das ist also quasi e mit einfach der Gleichung der Ebene e. Das ist natürlich dann eben die vereinfachte Variante. So, ne? Es fehlt halt jetzt der Faktor, aber haben wir es mittelgroß. So, und dann ist das Ganze also vereinfacht. 0,9 mal x. Nehmen wir mal eine andere Zahl. 2 oder vielleicht 0,5. Ich kann ja hier mit den Pfeiltasten das auch verändern. Beispiel nehmen wir mal noch 1. So, und dann habe ich bei 0,5 und 1 als Parameterwerte hier gerade eine Ebene. Vielleicht auch noch ganz nett zum Verdeutlichen. Ich setze zum Beispiel hier einen Punkt drauf, einen Punkt D drauf und lasse mir dessen Koordinaten vielleicht mal anzeigen. Mal noch eine andere Farbe, das wieder ein bisschen vergrößern, damit man es besser sieht. Und den Wert. Oh. Und da sieht man eben dann, ich finde jetzt die Darstellung der Koordinaten nicht so optimal. Da sollte man vielleicht die Beschriftung eher vielleicht hier oben einfügen. Probieren wir mal gerade, ob das auch mit LaTeX darstellbar ist. Das ist hier der Punkt D, LaTeX-Formel. Bin mir nicht sicher, ob das hier auch angezeigt wird. Da unten haben wir das Ganze und ein bisschen vergrößern. So, und dann kann ich also, wenn ich das bewege, erkennen, natürlich der x-Wert bleibt immer 2. Ja. Könnte natürlich auch die Faktor noch ein bisschen anpassen. So war es 2 mal x ist gleich 1. Oder warte mal, wie war das, wenn ich 1 vorne dran habe? So. So wird es natürlich deutlicher. Also der x-Wert ist immer 2, das sieht man. Egal wohin ich den Punkt hier bewege auf der Ebene, es ist immer der x-Wert 2. So, na, die Anordnung hier des Punktes ist nicht so optimal, oder der Beschriftung ist nicht so optimal. Da muss man gucken, ob man sich vielleicht das hier unten reinsetzt. Ja, und so kann man dann natürlich einfach ein bisschen experimentieren, kann ausprobieren, was für eine Auswirkung hier das Ganze hat, wenn ich verschiedene Parameterwerte habe, ob es schräg ist oder eben auch nicht.